warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. Ja, liebe Rettungsschwimmer, ich möchte euch einerseits noch einmal gratulieren zu eurer bestandenen Prüfung und gleichzeitig möchte ich euch für die Zukunft etwas mitgeben. Zwei Sachen sind jetzt für euch enorm wichtig. Erstens einmal, dass ihr im Wasser fit bleibt, das heißt, dass ihr konstant im Training seid. Und zweitens, versucht euch mental auf verschiedene Rettungsszenarien einzustellen und vorzubereiten. Ein paar Beispiele davon haben wir filmerisch festgehalten. Hollerillalilalo, hollerillalilalo, weiber daher, was für ein Arsch. Es gibt Situationen, in denen Menschen, die auf uns abstoßend wirken, unsere professionelle Hilfe brauchen. Oder anders formuliert, die zu rettende Person ist nicht immer der edle Prinz. Jetzt kommen schön Weiber daher, hollerillalilalo, hollerillalilalo, Weiber daher. Alles für den Arsch. Zu meiner Alten hab ich gesagt, ein echter Seemann kann nicht schwimmen. Hollerillalilalo, kommen schön Weiber daher, ja, wenn man rasche, richtige Hindernisüberwindung führt hier zum Erfolg. Kommen schön Weiber daher. Hey, Raffer ist hier verboten! Als Retter besitzt du eine professionelle mentale Einstellung. Auch in emotionalen Situationen bleibst du als Retter cool. Du bist nicht nachtragend und leistest Hilfe, wenn deine Fähigkeiten gefragt sind. Danke, junger Mann. Situationen, in denen dein Können als Retter gefragt ist, kann es überall geben. Vielleicht bist du gerade auf deiner Laufstrecke unterwegs, bist also selbst außer Atem und hörst einen Hilferuf von der Wasseroberfläche. Hilfe! Deiner Fitness und deiner schwimmerischen Ausdauer ist es zu verdanken, dass die von dir geleistete Hilfe für die ermüdete Schwimmerin eine Routineaufgabe darstellt. Hilfe! Wenn Sie sich bei mir anhängen. Wie schick. Ja gut, kommen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Oder anders formuliert, auch Wassersportler können in eine Notsituation geraten, in der deine Fähigkeiten als Retter gefragt sind. Jetzt zeigt sich, ob du deine Streckentauchübungen mit eingeschränkter Sicht, also mit dem Sack über dem Kopf, im Training absolviert hast. Deine im Training erfahrene Anstrengungen kommen dir jetzt zugute. Die anstrengende Bergeaktion über die Uferböschung wird mit dem in solchen Situationen typischen Adrenalinausstoß bewältigt. Die vom Retter erlebte Stresssituation wird so gut wie möglich gemeistert. Checking my vital signs, drawing my battle lines, going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the cause, my words are not for this. A force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget I'm not done till I'm on top. I know I was born for this. I know I was born for this. Places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. We are the broken ones who chose to spark a flame. Watch as our fire rages, our hearts are never tame. Cause we were born for this. We were born for this. Mit solchen Rettern kann dir nichts passieren. Ja!